Du bist E-Mobilist geworden. Was überzeugt dich am elektrischen Fahren? Ja, zum einen ist es ein super Fahrgefühl und viel Power haben sie auch noch. Und was dazu kommt, ist natürlich super umweltfreundlich. Na, welcher Song läuft hier nach einem Holstein-Sieg? Natürlich unser Holstein-Lied von den Denkerdrans. Keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein. Was rätst du jemandem, der sich für E-Autos interessiert? Einfach mal ausprobieren, reinsetzen, losfahren, Spaß haben daran und genießen. Was mache ich, wenn ich mir ein E-Auto anschaffen will? Das ist relativ einfach. Man geht auf das Stromfahrerportal von den Stadtwerken Kiel und da findet man alle Informationen. Welche drei Gegenstände gehören immer in dein E-Auto? Also Portemonnaie, Handy und natürlich ein Ladekabel, weil ansonsten hätte ich irgendwann ein Problem. Aufladen musst du noch nicht? Noch lange nicht. Also er fährt mindestens 200 Kilometer, an guten Tagen sogar 300 Kilometer. Und meinst du, E-Mobilität wird durchstarten? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das durchsetzen wird, denn die Stadtwerke Kiel wird das Ladenetz immer weiter ausbauen. Die E-Mobile werden immer größere Reichweiten haben und es macht einfach Spaß und einfach klasse, mit solchen Autos zu fahren.